Also ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich schon früher als kleiner Bub angefangen habe, Däffel rumzuschrauben. Und dann schlussendlich mit 16 50 Kubik Däffel rumzuschrauben. Und durch das bin ich handwerklich immer ein bisschen tätig gewesen. Und der Beruf ist auch sehr abwechslungsreich und darum habe ich mich schlussendlich für das entschieden. Super für die Lernenden ist, dass sie beste Voraussetzungen haben, für eine erfolgreiche Lehre abzuschließen. Wir haben langjährige Mitarbeiter, die sie dabei unterstützen und ein riesen Know-how weitergeben können. Also speziell daran ist sicher, dass 1951 Emil Frey das als Logistikstützpunkt ausgewählt hat. Sehr richtig auch, weil wir sind im Vaterkreuz eigentlich von der Schweiz, Hauptachse Basel, Chiasso, Bodensee, Genfersee. Hat sich die Garage gebildet, das Import- und Logistikzentrum. Und durch das haben wir natürlich viele Mitarbeitende, 250, die im Autozentrum allein sind und 50 Lernende, die wir ausbilden, die 11 Berufsbilder. Also meine Kollegen sind sicher neidisch, das erste Mal auf die coolen Autos, die wir dort fahren, die einem zutraut wird von der Firma her. Das ist sicher mal ein Punkt. Und der zweite Punkt ist sicher der Unterhalt von meinen eigenen Fahrzeugen, wo ich natürlich einiges an Geld sparen kann und somit ja, die Kollegen dann auch mal ein bisschen neidisch sind, wenn man die Autos selber so gut unterhalten kann. Genau.